Läuft aber gerade sehr beschissen, der Kollege. Doch, er hat noch 0,2 Liter am Tank gehabt. Also wenn wir bis die Straßenecke gefahren, wären wir wahrscheinlich liegen geblieben. Ja, ich kenne meine Gurke, ich weiß, wann die leer ist. Dreimal, dann ist meistens über Feierabend. Ach ja, naja, wir sagen da nichts zu. Nein. Kommst du jetzt wieder her hier, du? Wir wollen jetzt grillen. Na, mein Schnucki? Komm mal, mach mal richtig Wumm hier. Ich hab kein Sturmfeuerzeug. Ja, warte, ich puste ein bisschen dagegen an, okay? Weißt du, Sturm gegen Sturm neutralisiert sich doch. Guck mal, wer da ist. 86C, ich hab keine Ahnung. Winkt auf jeden Fall. So Jungs, was machen wir heute? Golf 2 Motor zum Laufen bringen. Läuft ja, aber Kühler läuft ja nicht. Hier haben wir noch einen Kühlerschlauch rumfliegen, hab einen draufgesteckt hier. Wo ist er denn? Da hinten so ein universales Kackding, was noch so rumliegt. Hab ich gar nicht draufgesteckt. Hier liegen nur noch so da rum. Wir finden einen passenden, bauen uns da was raus und gucken mal, was der Motor dazu sagt. Was da siehst du. Was ist denn von meinem guten Schlauch hier? Der ist doch gut, fallen da hinten abgefaubelt, ist es gut. Oh, der ist richtig sexy. Nee, hast du nur abgeschnitten mal, abgerissen, sieht abgerissen aus. Der sieht aus wie abgeknabbert. Der ist gut. Der Grill brennt, das brennt, alles brennt, das ist gut. Jetzt gucken wir erstmal, wer der Kollege ist, der uns besuchen geht. Und dann gucken wir mal, hier vorne. Hey, guck mal, ich hab sogar eine Arbeitsleuchte. Ja, geil. Ich hab zu Hause noch so eine LED-Leuchte. Ist auch sexy. Wir müssen wieder gucken, wir haben einen besseren Schlauch gefunden. Der noch nicht geplatzt ist. Wow. Ja, aber der ist wirklich noch gut. Guck mal, der hat noch ein Profil. Der ist noch gar nichts angerätselt. Der ist mindestens genauso gut wie der Schlauch, der original, der unten noch dran ist. Ich guck mal, ob wir noch haben. Wenn nicht, müssen wir das mal ohne Vorschuss ausprobieren, dann mit der Nacht mit. Ja, dann lassen wir die ganze Nacht laufen, damit wir doch nicht kalt. Ja, dann wollte ich gerade sagen, ne? Wir wissen auch, dass das richtig funktioniert. Ja, der Plan ist folgender. Ich habe hier eine Lampe hingelegt, weil ich wollte rufen, die Funzel da hinten nicht abnehmen. Übrigens hat er ein Auto gerade gefilmt, ne? Aber nicht dich. Er hat gerade seinen Daumen hoch, er will nämlich nicht ohne auf Kamera. Gar nicht. Er hat gerade über den Kopf. So, hier ist der Stutzen. Da hinten ist der Thermostat auch. Und dann müssen wir jetzt den Schlauch von hier zum Kühler hin oben ergänzen. Wir können auch einen Original 1,3er Inset-Schlauch nehmen, aber es könnte ein originaler 1,3er Inset-Schlauch sein. Oder ist es, glaube ich, nicht. Deswegen testen wir mal aus, was da jetzt funktioniert. Ah, diese geilen Schlemmschellen. Oh, ah, ist ganz geil. Er hat sich bereit erklärt. Ich hasse diese Schellen. Ich breche mir damit die Finger bei. Das ist gut, das muss so. Ich hab da noch 150 Mal gemacht. Ja, oder wir kaufen immer so eine Spezialzange dafür. Ne? Dann haben wir da keinen Ärger mehr mit. Ja. Aber das ist ja, das kostet ja auch wieder 10 Euro. Ja, vor allem, wenn die da drin nicht benutzen können. Genau. So, geht da drauf, weil der ist ein bisschen frickelig. Guck mal, da hinten haben wir da original auch so eine Schelle drin. Das passt schon. Das geht ja nur in die Funktion. Ja, das passt, das muss passen. Da haben wir ihn, da ist er drauf, da ist er auch drauf. Dann machen wir ihn ein bisschen fest mit den Klemmschellen. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir das Wasser drauf kippen und dann einfach mal schauen, ob er sich selber entlüftet, ob er sich seine Temperatur hält. Wir haben keine Ahnung, ob der Kühler dicht ist, ob der scheiß Lüfter funktioniert. Der Lüfter ist dafür da übrigens, dass der Motor an Stand seine Temperatur hält. Deswegen haben wir einen Grill auch hier hingestellt. Wenn der Motor richtig warm bekommen will, ist das Fleisch darauf ein bisschen auftauen. Ja, das ist ein eingefroren, müssen gehen. Das sind Steine, das wir da fressen gleich. Einmal hier so. Aber die Zange, die kannst du echt vergessen. Diese Zangen, die müssen wir uns echt mal anschaffen. Ja, die kosten auch eigentlich nichts, ne? Ich weiß nicht, was die kosten, keine Ahnung. Aber ich kenne, hab mal einmal eine gesehen, die fand ich eigentlich ganz gut. Weißt du, wer das war? Du! Pass beim Grillen ein bisschen auf, Schnucki, ne? Ich will keine Burning Hannah haben. Die schmeißt gerade alles, was sie findet. Steine, Malzbierdeckel, alles schmeißt sie ins Feuer rein, weil sie der Meinung ist, dass hier das Feuer dann besser brennt. Machen wir. Musst du da gerade pinkeln? Dann haben wir schon mal das Wasser drin. Ich kann mal Froschschutz gucken gleich erstmal. Hier ist erstmal der Ausgleichsbehälter. Der hat keinen kühler Einfüllstutzen, wie der Einsatz zum Beispiel. Ich muss den Motor laufen lassen und gucken, dass es warm wird. Ja, besser ist halt. Das ist von ja, das geht alles. Was? Gurke. Stimmt, das ist von der Gurke abgefallen. Das schmeißt mal ins Feuer, da ist das weg.
Aufpassen, nur schmeißen, nicht nah rangehen. Und, ja gut, jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Mindestens bis zu den Radkappen hier. Sonst ist mir zu gefährlich. Ich bin nämlich keine Burning Hannah haben. Klingt so ein bisschen wie Durchfall, weil du da verabreichst. Ja, ist auch fast dasselbe. So, ich gehe mir mal Frostschutz gucken. Vielleicht habe ich doch noch irgendwo in so eine alte Kackdose rumfliegen, weißt du das schon? Original nicht, ne? Ist immer so. Ich habe einen Brennewein, eine vertiefendes Auto noch stehen, aber die hilft mir hier Brennewein auch nicht viel. Gut, pures Wasser. Danach lassen wir wieder was ab wie beim Caddy und dann machen wir danach hier Frostschutz drauf. Geht ja auch. Da geht ja nur um die Funktionstestweise, dass Wasserpumpe funktioniert und der ganze Scheiß. Und muss ja alles gehen. Er bringt das, wenn es nicht geht, ne? Hanna, da lang, dahin, dahin. Das ist kein Lagerfeuer, das ist Essen. Nein. Ey, das ist Kinder und Faszination für Feuer, ne? Da dreht sich einmal um und dann hast du so ein Burning Kind, ey. Das ist kein Essen. Noch nicht. Da soll aber Essen drauf gemacht werden. Dann musst du das Deckel drauf machen. Nee, noch nicht. Motor läuft jetzt. Da kommt was. Also Wasserpumpe ist in Ordnung. Seht ihr das? Wasser kommt schon mal an. Jetzt kümmern wir was nach und lassen den heiß laufen und hoffen mal, dass es funktioniert, ne? So wie immer, wir hoffen immer, dass es funktioniert, ne? Das wird funktionieren. Da muss, das kriegst du da. Also, da hast du dich eine Wurst geübt. Eine Gurke. So, wie gesagt, Frostschutz müssen wir noch nachliefern. Ich meine, ich hier auch eine Spreewaldgurke war, ne? Alter, ne? Aber die wäre echt gut. Ich hätte ja gedacht, ich habe am nächsten Tag Fünfschiff, ne? Aber ne. Ja, ich finde, die gehen gut runter. Aber so, ich hab Tours. Ich hab Tours. Ja. Ich bin auch so. Was meine? Du hast ja deine Energy geholt, oder? Nee, natürlich nicht. Du bist auch so ein Tolles. Ja, dann guck ich jetzt mal wieder nach. Gut. Ja, 1A. Ja. So, Jungs, Projekt Golfi, ne? Parallel gefilmt, egal, muss das sein. Chaos gehört zum Leben dazu. Wir haben langsam warmes Wasser. Ich merke schon hier, da tut schon mal die Finger drin weh. Haben wir eine Heizung? Die haben wir noch nicht. Da haben wir auch nicht alles Wasser aufgeköpft. Ich gucke mal ein bisschen nach von dem Scheiß. Und dann gucken wir mal, ob der gleich richtig ordentlich hier seinen Job macht oder seinen Job nicht macht. Ja, der muss seinen Job machen. Übrigens, das Klackern sind die Hydros, ne? Der ist noch hier, wie soll ich sagen, die sind noch alle leer, der muss ein bisschen fahren, dann das sind ja wieder normal. Das ist normal, das ist halt Standschaden. Da guckt sich von selber auch weg. Hanna, die wäre richtig gefährlich hier, ne? Verbrennt sich die Kette. Ja, ja. Vor allem so eine gute Benchjacke, dann noch eine gute Tine gekauft. Sind die auch innen eingefroren oder sind die mittlerweile auch noch von außen? Nee, die sind top, die werden so lange. Außen gut und innen eingefroren. Ja, das ist doch geil. Herzhaft gut. Mit Überraschung drin. Jetzt hat die hier guck mal, Hannes ist weit genug weggelaufen. Die ist ja nicht blöd, ne? So, ich komme ein bisschen Wasser nach. Ich will ja nicht, dass er endgültig heiß läuft. Aber guck mal, meine Farbe sieht richtig gut aus. Wie sieht er hier unten aus? Ist das auch warm? Nein, noch nicht. Ist der Thermostat noch nicht offen? Nein, ja, der braucht auch ein bisschen. Hier oben ist er schon warm. Ja, oben nochmal. Also hier im kleinen Kreislauf. Den Rest sehen wir gleich erst. Wie gesagt, das ist der erste Jungfernlauf und wir haben gedacht, wenn wir an Grillen sind, stehen wir eh daneben, ne? Mal gucken. Also noch nicht ganz so. Ja, ich guck mal nach. Immer rein damit. Aber Wasserpumpe geht auf jeden Fall schon mal. Guter Anfang. Hier ist Zwiebeln dran rum. Bist du doch drauf. Will aber du, ohne Grill. Du musst zerren. Herr Moos, wir warten auf den Thermostat. Wenn es irgendwann sagt, komm, ich mach mal eben auf. Scheiße, jetzt hat kein Handy wieder geil gewesen, ne? Mit der Wärmebildkamera. Die fehlt uns jetzt wieder. Das stimmt. Die brauchst du nicht. Geh doch ohne. Komm, was gleich kommt. Der muss ja irgendwo aufmachen.
Thermostat sitzt genau hier bei dem Motor. Das heißt, wenn es aufmacht, geht unten in den Kühler rein. Du musst auch sehr bald anspringen, der Lüfter hier. Und die wissen gar nicht, was funktioniert oder nicht funktioniert dran. Das guck mal eben. Das in die inneren Werte, sagst du. Was meint der Kollege denn hier? Gucken wir mal. Wir haben nix. Das ist schon schlecht. Wir haben nix. Aber die Heizung wird warm. Wir haben keine Temperatur, aber die Heizung wird warm. Jetzt geht der Schlauch wieder warm. Der muss gerade auf. Ja, macht er gerade auf. Lass ihn mal ein bisschen rödeln. Der muss einmal richtig frei laufen, oh, der ganze Scheiß. Hier, dann hätten wir uns nicht erlauben dürfen. Alter, oh, warte. Was fehlt ihm ein bisschen mit der Lampe? Das fehlt wieder gut. Ja. Lecker. Lecker. Wir haben so viele Würstchen, wir müssen ja schon im Winter grillen. Ist echt so. Guck mal, das taut hier schon ein bisschen auf. Ist auf 100%ig. Geil, ne? Das muss. Das sind, Tiefkühlgriller sind wir hier. Das ist jetzt unser Grill. Ja, den hat Marcel uns überlassen. Ich weiß mal Müll, die Dinger, Schnucki. Also hast du beide getrunken, du hast deinen und meinen getrunken. Das ist normal. Ja, ja. Liegt eine Familie. So. Lampe hinhalten. Thermostat ist offen. Der Schlauch ist warm. Die sind warm. Der Eingang ist warm. Die kommen jetzt auch, die ist schon warm. Also wissen wir schon mal, Wasserpumpe okay, Thermostat okay, Heizung okay, wir haben mit Tauscher auch. Ja, aber das ist auch nicht ganz heiß, aber da ist noch Luft drin, ne? Im System. Wir können ein bisschen mal nach. Jetzt darf er nicht leer laufen, der Kollege. Lecken tut auch nichts. Guter Anfang. Geht schlimmer. Der Dampf wieder ab. Und die Wurst dampft auch noch. Oh hier, da kann ich mir einfach mal abpellen. Oh, geil. Ah, komm her. Oh, ich bin innerlich schon wieder richtig dick. Du bist. Was hat der Hund denn schon wieder? Wurstbälle im Hals. Ich wollte eigentlich gerade kommentieren. Ja, du springst von irgendwelchen Leuten an, die da hinten angetüdelt kommen. Ne? Die ist halt gut drauf. Nochmal liegt hier mal in der Ecke rum. Ja. Aber hör mal, das Tickern wird besser für den Motor, ne? Wird dann leiser. Der kriegt nochmal einen Ölwechsel drauf auf jeden Fall. Der hat bestimmt eine lange Standzeit. Was sagt er denn? Oh, Alter, ich krieg den Ecke gar nicht ab. Das sah noch okay aus alles. Bin gespannt. Temperaturanzeige, sagt ihr was hier? Der ist momentan noch voll, der Ausweisbehälter, also brauchen wir da nichts tun. Wahrscheinlich haben wir ihn auch schon voll gekriegt. So, was sagt er denn? Temperaturanzeige schlägt immer noch nicht aus. Doch minimal schlägt die vielleicht aus, aber wir haben auch gerade keine Heizung mehr, ne? Das ist der erste Motorlauf mit Wasser drauf. Und der erste Wabenlauf seit über 8 Jahren für den Wagen hier. Echt gespannt. Guck mal, jetzt gebe ich Gas. Jetzt kommt die Heizung wieder. Lass ihn mal ein bisschen warm hubbeln so. Läuft der Überhälter über? Ich glaube nicht. Gut. Also kriegt er Temperatur, wenn er ein bisschen Drehzahl kriegt. Ja, alles Standzeit, Jungs. Standzeit ist was ganz Böses. Sie dürfen nicht jeden Auto antun. Also wie hier, die Autos, die fahren ja auch ab und an mal, weißt du? Die stehen auch nicht dauerhaft rum. Aber wenn man wirklich so 10 Jahre am Stück irgendwo in der Garage stehen, tut den Dinger nicht gut. Obwohl ich dachte, den kriegen wir wieder hin, den Kollegen hier. Schalten wir eben um auf Innenheizung. Ja, 100%ig. Richtig mollig warm die Bude jetzt. Und der ist leise geworden, hört ihr das? Kein Geklacker mehr. Der ist richtig leise. Das klingt eigentlich ganz gesund. Aber bisher bin ich zufrieden mit dem Kauf. Ne? Also bisher habe ich noch keinen Fehler gefunden, sag ich mal, der mich wirklich so sauer aufstoßen lässt und ich denke, scheiße. Bisher geht alles klar. Naja, sprechen wir die Aufnahme kurz ab. Wir machen gleich weiter. Mal gucken, was sich noch so entwickelt. Ne? Müssen wir auch gleich noch ein volles Deckel aufmachen, dass wir Unterdruck im System kriegen. Und dann können wir mal gucken, ob die Kopfdichtung gut dicht ist und ist ja noch ganz viele Faktoren, die hier noch mitspielen in dem Auto. Ne? Ganz viele Faktoren. So, wir haben jetzt Deckel drauf. Übrigens hier, ne, für die Insider, blauer Deckel, alles gut, kann nichts passieren. ja, jetzt lassen wir noch ein bisschen warm laufen und ich will mal gucken, ob wir wirklich die Heizung nachher wirklich so kriegen, wie es sein muss. Schnucki holst, oh, Wurst, ich hau mir so eine in der Kiemen, ey. Alter, na no, geil, ey, gut. Sind die aufgetaucht? Ja, tatsächlich, hätte ich auch nie gedacht. Oh, geil ist das.
Naja, lass ihn laufen, haben uns einen Wurstschneider geben und mal gucken. Kennt ihr das Klotzprinzip? Boah. Oh, das, ja, die ist auch gut. 3-Sekunden-Regel, aber. Das ist der Eisklotz. Da geht aber auch. Muss gehen. Mit Grillaktion. Bei uns geht das alles, aber. Aber Wintergrillen können wir wieder machen, das ist eine gute Idee. Ja, Wintergrillen. Hast du mit der Wurst in der Hand? Nee. Willst du keinen Teller haben? Doch, das sind sogar 3 Stück. Warte, ich mach dir mal eben den Tisch fertig. Lass mal stehen. Ich mach dir mal eben alles fertig, okay? Dann kannst du so losfuttern. Das ist mein Wurstteller. Ich werde mal die Heizung jetzt ausmachen. Tür noch einstellen. Haben wir hier Temperatur. Ey, der wird ja warm, der Kollege. Guck mal, guck doch mal eine Nummer an. Eben die Heizung aus. Warte, es brennt ja nicht. Mal gucken. Ein bisschen Heizung geben wir ihn aber noch. Also wir haben fast Betriebstemperatur. Ich kann nichts zu sagen, so ein Wintergrill. Oh, der wird mal leiser. Vom Tickern her. Obwohl der Tickern kommt gleich so auf eine Einschussanlage. Gucken. Müssen wir mal Probe fahren, das Ding. Die Temperatur jetzt hält. Aber bisher haben wir noch keinen hier Viskolüfter gehabt. Also noch keinen hier E-Lüfter gehabt, der hier den Motor Stand abkühlt. Wir wissen nicht, ob er warm ist oder nicht warm ist. Aber kochen tut schon mal nichts. So, jetzt sind mit den Schraubenzieher die beiden hier Kotelett auseinandergepult, weil sind noch ein einziger Brocken. Das geht noch nicht. Hier, ist ein bisschen Brot von mir. Das geht noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen. Dafür sind die noch zu krass. Aber dafür freuen wir uns darauf. Weißt du? Aber wenn, das ist nur der Golf so vor sich hin. Ich hätte nicht gedacht, so gut funktioniert mit dem Ding, du. Nee. Ich dachte, das war irgendwo der Wurm im Keller, weil, wie gesagt, man verkauft ja eigentlich kein Auto mit abgebautem Kühlerschlauch, einfach so. Aber die Stoßstangen sind echt schwarz, wie Sau. Ja, ich sag das ja. Das ist Fahrradkonservierer. Das ist das Mittel. Da packe ich immer noch mal eine Dose ein, irgendwo verkauft hat. Pass mal auf, mach mir mal richtig einen raus. Was hab ich denn hier gemacht? Du bist halt der Kohlemann, ne? Sieht hier jetzt auch aus. Wenn dann mein Geld wäre. Ja, nee, die Kohle gibt's nicht. Die habe ich auch so wenig von. So, hier die Gurtenlampe übrigens. Und mal danke dafür, unser U-Boot hier. Ne? Die hilft uns. Ich hatte fast den abkochenden Motor vor dem Herrn gehabt hier. Aber die Temperaturanzeige war kurz über Hälfte, lustigerweise. Ja, der Lüfter ist nicht angesprungen. Wir haben gedacht, okay, woran liegt das wohl? Ne? Ja, aber der Thermostat hat ja. Machen wir jetzt Zündung an? Ja, jetzt Zündung ist nicht an. Machen wir Zündung an? Ja, ist an. Was sagt die Temperatur jetzt? Temperatur aktuell noch gar nichts. Also die brauchen 100 Jahre zum Steigen, weißt du, wie das ist für den Kisten. Auf jeden Fall haben 3 Sicherungen gefehlt. Einmal Waschanlage, geht jetzt wieder. Dann hat noch einmal eine gefehlt. Hier vorne, die 5er Waschanlage. Die andere war, ich habe leider den Dingsen für den, schalt mal für den neue ZE, da war da mal, das ist 11 Waschanlage. Vorher hat noch hier Kraftstoffpumpe irgendwas gefehlt. Nö. Hätte ich selber ausgemacht. Wahrscheinlich ist das kalt genug geworden. Lassen wir ihn wieder abkühlen. Aber wir haben ein Problem. Wir haben auf jeden Fall gerade einen Mangel entdeckt. Weil wenn da Druck drauf ist auf der Anlage, dann haben wir einen gerissenen Flansch. Lass ihn mal nochmal laufen. Weißt du, er deckt da nicht mehr? Wir haben vorhin haben wir da. Da ist ein kleiner Riss. Da ist ein Riss, definitiv. Das ist mal ein Dampfen. Wie gesagt, der hat es nicht fett gekocht. Der war wirklich nur kurz über die Hälfte. Ne? Ich reiß den mal eben an, warte. Wir haben Mitteltemperaturanzeige gehabt. Läuft gut. Warte, ich muss ein bisschen Gas geben beim Starten, glaube ich. Gott, die Tür muss sich angewöhnen, ne? Läuft aber gerade sehr beschissen, der Kollege. So, Temperatur. Normalen Rahmen. Aber gerade ganz beschissen am Motorlauf. Mal gucken. Hätte auch ins Auge gehen können. Der war ziemlich eng, die Nummer. Wir wollen ja nicht kaputt kochen, weil der Motor kocht, der hast du einen Kopfschmerzen am Ende, wenn du Pech hast. Ne? Wir haben es natürlich rechtzeitig gemerkt. Wenn ich mal runter sind. Ich glaube, der blaue Temperatursensor muss neu. Nö, jetzt alles gut. Was hier rund drin, springt der Lüfter automatisch ran und schon funktioniert die ganze Nummer nämlich. Ja, so ist das. Gut, auf jeden Fall wissen wir, der Flansch da unten hat einen Haarriss. Der muss raus. Ich denke mal, ich werde einen besorgen.
mit diesen beiden hier Temperaturschaltern auch drin, dass wir die komplett mit neu machen, dass wir die Nummer wieder ein Guthaben, wa? Mal gucken, das Temperaturschalter funktioniert ja. Ja, ja, der ist okay. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist gerade auch dieses Rödeln, das sind diese scheiß Dinger, diese scheiß Sensoren hier drin. Nee, Lackstift. Hab ich so extra einen hingestellt davon, dass du deinen auch noch rot anpinseln kannst. Ja, klar. So. Jetzt ist alles gut. Also gucken wir mal eben. Ich gehe mal auf der Hand. Da hat er unter einem flatteren Haarriss. Gerade eben kam er, hat er ein bisschen rausgepieselt, also ein bisschen rausgespritzt. Der ist schon mal kaputt. Also müssen wir den auf jeden Fall neu machen. Aber das ist ein geringer Mangel, das ist ja fast nichts. Da kriegen wir schnell getüdelt. Muss ich halt nur einen Schlachtmotor für den Wagen finden, ne? Jetzt ist er trocken. Kann das dieser Schlauch hier, dieser Schlauchnicker, der drauf ist, der hier sitzt. Der war vorher schon drauf so, dass so nass ist da vorne. Dann mal gucken, aber ich glaube, der hat hier an der Stelle ein Haarriss, da, wo ich hinleuchte. Und da verliert ganz kontinuierlich so ein bisschen Wasser. Da müssen wir auf jeden Fall die Nummer mal eben uns angucken. Zu 99% ist da ein Riss drin, den sieht man glaube ich auch, wenn man genau hinguckt. So, Memo an mich selbst, auch für euch, ne? Merkt euch, wenn ihr hier einen ersten Start macht, guckt erstmal, ob alles komplett ist in dem Auto, ob alle Sicherrouten drin sind. Warum klappt man denn Sicherungen daraus? Guck mal, er malt gerade alles an hier. Hier, das ist ein Spoiler für sein Video. Oh. Ah. Ja, die wollen das rot haben. Und wenn die es rot haben wollen, musst du es auch machen. Das ist Pflicht für dich. Ich hab's, glaube ich, naja, fast versaut. Mal gucken, wie lacht die Wunderei. Ist übrigens indisch rot vom Porsche. Gut, da bin ich ja beruhigt. Deshalb, also ich habe mir mehr gerechnet bei dem Motor, wenn ich ehrlich bin. Deutlich mehr. Ich bin sehr froh, dass das hier sich, sag ich mal, ergeben hat, dass nur der Flansch ein bisschen leck ist und der deine Temperatur jetzt auch hält. Haben wir auch Heizung? Mal eben probieren. Eine Fahrerseite, ist ja kein Beifahrersitz drin, das kommt ein bisschen komisch. Ich muss die scheiß Tür mal einstellen. Konnte ich eigentlich auch heute noch machen. Guck mal, ich muss immer gegendrücken, damit die überhaupt aufgeht. So. Heizung geht. Temperatur ist genau so, wie es sein sollte. Also denke ich wenigstens, beim Golf 1 ist die in der Mitte, ne? Aber für ein Standauto, was das gar nicht fährt, ist das in Ordnung. Also du bist da ein Temperaturhalter. Also Stutzen neu, Frostschutz drauf. Und ich glaube, die Nummer, die hat sich vor uns erledigt, dann ist das gut. Und alles andere, Wasserverbrauch und so weiter, können wir erst sehen, wenn wir den gefahren haben. Also bisher sieht das alles besser aus, wie ich gedacht habe. Ja, geil. Ja, wir lassen uns ein bisschen im Leerlauf so ein bisschen bunkern. Vielleicht hauen wir uns noch die Kotlets hier rein, die hier sind. Hier, wieder angesprungen. Ja, geil. Besser geht's doch gar nicht. Gut, dass er nicht ganz heiß ist, aber man sieht sowas gar nicht. Wahrscheinlich ist der Riss auch schon uralt. Da ist er. Genau da weckt er definitiv. Hätte auch schief gehen können. Oh, der rechnet mit der fehlenden Sicherung. Keine Sau. Hier. Geil, oder? Oh, ich freue mich schon. Oh, meine Dickhalsnerven, mein Fettempfinden freut sich darüber. Was tun da? Dagegen pusten? Draufrotzen oder wie das? Ein Sch. Mal gucken. Aber er macht sich mittlerweile. Ich bin sehr zufrieden mit dem Motor. Also ich habe mehr gerechnet, du? Was denkst du, Rufen? Mein Bärchen. Ach, guck mal, dein ganzes Auto ist voller Asche. Wie kann das denn sein? Na, wie meiner. Siehst du aber nur beim Einser. Guck mal, beim Einser siehst du das. Beim Drabbit siehst du das gar nicht, dass da Asche drauf ist. Nur an der Scheibe. Und bei denen siehst du das. Beim weißen Auto siehst du das gar nicht. Das hier wird angelacht jetzt, ne? Oh, voll die Scheiße. Voll die Arbeit, ne? Ja, voll der Dreck. Also, das glaubst du, wie lange ich dabei war, um dieses VW-Zeichen da anzumalen? Nein. Locker 2 Minuten. Nicht mal. Guck mal, während Rufenskamera am Film ist, kann man hier auf dem Bildschirm verfolgen, was da eigentlich los ist. So ein Ding habe ich auch, aber das zieht mir zu viel Akku, wenn ich ehrlich bin. Deswegen filme ich immer ohne Bildschirm. Deswegen filme ich immer so kacke. Gut, Jungs. Das war mal wieder so ein kleiner hier Golf 2 Hack mittendrin für euch. Wie gesagt, Projekt ist noch groß, aber wir haben schon mal keinen Motorschaden. Er hält die Temperatur. Wir machen diese beiden Sensoren neu. Wir machen diesen scheiß Flansch da unten neu. Dann machen wir die ganze Nummer richtig dicht. Und dann ist das schick. Dann reicht das. Dann ist er wieder auf der Straße, der Kollege. Wisst ihr Bescheid. So, gut, das war's von mir. Wir sind von dem Projekt jetzt. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, das Projekt gefällt euch immer noch. Goldene Felgen wahrscheinlich sind incoming, weil ich finde eigentlich die goldene Felge-Idee eigentlich ganz geil, weil das ist so ein, sieht halt ein bisschen anders aus. Können wir auch den Panama-Jack-Aufkleber hinten drauf lassen, passt auch ganz gut wieder, ganz gut zu. Bin machen wir ein Unikat raus. Dafür wieder so ein, keine Ahnung, ach, die Radkappen sind hässlich. Ne?
kann ich so in eine Tonne schmeißen, weil die ist ja da voll. Hey, wer die haben will, kommt vorbei, holt euch die schönen Radkappen ab. Du leuchtest gerade den Boden. Ich leuchte dich gerade an, siehst du hier? Mrs. Bench. Hier. Haha, cool, Leute, das war's von uns. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Diesmal wirklich, haut rein und ne? Abo nicht vergessen, unsere Nummer. Munter!